Construction complete. Gar kein Problem. Construction complete. So, wie, was? Wie wär's damit? Vielleicht schaffen wir es so, hier mal ein bisschen Action reinzubringen. So. Vielversprechende und... Nee. So nennen wir uns nicht. Welche Jungs? Wird mir nicht angezeigt. Echt? Wollen die? Nice. Ja, mach mal ruhig. Wenn du jetzt jemandem Krieg erklären willst, also dem Grünen zum Beispiel, was steht denn da? Research complete. Dem Grünen zum Beispiel. Was steht dann da auf der rechten Seite? Oder ist das grau hinterlegt oder kannst du das auch auswählen? Okay. Das heißt, ich rüste noch ein Momentchen auf. Und dann könnten wir hier auch mal kriegerisch tätig werden. Ja. Hello.
Ja, das ist jetzt meine. Es steht da in Klammern Föderation. Dann ist das eine Föderationsflotte. Es wechselt, ich weiß gerade nicht genau, wie viele Jahre. Steht das? Steht das? Steht das? Steht das? Weiß ich gerade nicht genau, wo das steht. Irgendwo steht, wie viele Jahre das Oberkommando der Föderation ändert. Und derjenige, der das halt inne hat, der kann dann halt die Flotten befehlen. Die Föderationsflotten. Das heißt, würdest du jetzt einen Föderationskreuzer bauen, würde ich den, glaube ich, aktuell kontrollieren. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Ich weiß nicht, wo das gerade steht. Wer der. Ja, doch, da, Föderationspräsident, Biertrinker, Republik der Biertrinker. Ich weiß nicht, wann die nächste Wahl ist. Ich glaube, das sind 10 Jahre. Was heißt Wahl? Ist keine Wahl, ist immer ein Wechsel. Das kannst du, glaube ich, durch Tradition ein bisschen kompensieren. Ja, indirekt kann man das kompensieren. Weißt, bist du denn jetzt im Minus? Hast du noch Möglichkeiten, Sternbasen zu bauen? Dann bau dir 2 Sternbasen mit voll auf mit Ankerplätzen. Research complete. Upsi.
Oh, ich wurde beleidigt von dem einen Typen. Dem können wir auch eigentlich den Krieg erklären, oder? Oder willst du den Grünen ein bisschen zurechtstutzen, da auf deiner Seite? Mir ist das im Grunde auch egal. Ja, dann lass vielleicht zuerst den Grünen machen, bevor wir jetzt den einzigen, der hier der aggressiv unterwegs ist, direkt kaputt machen. Machen wir erstmal lieber den Grünen kaputt. Haben wir noch ein bisschen länger was von dem aggressiven Boy. Research complete. Construction complete. Gesundheit. Research complete. Ja, komm. Was soll ich machen? Ja. Oh, Moment, warte noch einen Moment vielleicht. Ich bewege meine Flotten schon mal zu dir nach oben, damit ich jetzt nicht hier noch Ewigkeiten rumfliegen muss, bis ich mal da bin.
Mal gucken, wie krass ich jetzt ins Minus komme. Ja. Gar nicht so krass. Ja, dann mach das ruhig, dann kannst du die für dich erobern. Construction complete. Research complete. Sind eine sehr aggressive Föderation. Construction complete. Research complete. Theoretisch müssen wir uns auch eine Armee machen für Bodenkampf, dass wir auch Planeten erobern können. Construction complete. Das kannst du bei irgendeinem Planeten machen. Ich habe nämlich gerade eben gesehen, dass relativ früh hier an der Grenze in dem Ripi-Gauer-System, da wo du eben gegen die Extremisten da gekämpft hast, da ist nämlich ein Planet. Nö.
Naja, ist aber sehr langsam unterwegs, die beiden Boys. Construction complete. Also, du hast auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit, also in Ordnung. Ich bin jetzt gerade erst mal in dein Gebiet eingetreten. Research complete.
Research complete. Und es ist ja eigentlich ziemlich easy hier, ne? Gibt nur einen Eingang. Gut, zwei, aber hängt so nah aneinander. Sternbasis, ja. Die sollten wir zusammen eigentlich locker weghauen. Construction complete. Jetzt geht's aber hier Schlag auf Schlag. Nein. Das war doch ein guter. Mann, guter. Fand ihn auch sehr sympathisch. So, dann gehe ich jetzt einfach nochmal schnell auf Klo, damit ich für den Krieg jetzt voll da bin. Und wenn ich wieder da bin, sollten meine Boys auch da sein.